Die Stadtverwaltung der Lutherstadt Eisleben, federführend die Stabsstelle Schulen, Sport, Jugend und Fördermittelkoordination, kooperiert seit vielen Jahren mit der Landesvereinigung für Gesundheit Magdeburg e.V. als Modellkommune zum Thema Gesund leben und arbeiten in der Lutherstadt Eisleben. Im Zuge dieses Projektes wurden bereits einige Veranstaltungen, unter anderem zwei Gesundheitskonferenzen und ein Fahrradaktionstag durchgeführt. Einige Kommunen haben mit Förderung der LVG bereits einen Bowlplatz bei sich installiert. Die Stadtverwaltung fand, dass das eine tolle Aufwertung des Freizeitangebotes ist und möchte mit diesem Angebot nicht nur den Stadtpark näher ins Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger rücken, sondern zugleich ein neues Freizeitangebot für Jung und Alt schaffen, sowie einen Ort der Begegnung. Eine neue Sitzgelegenheit und eine Tafel mit den Spielregeln wurden ebenfalls vor Ort installiert. Und am 22. Oktober begrüßte Eislebens Bürgermeister Carsten Staub zur feierlichen Eröffnung die Anwesenden am Spielplatz am Karl-Eitz-Weg. Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, liebe Sportinteressierte, ich begrüße Sie ganz herzlich heute ja am Samstag, frühen Samstagmorgen. Gott sei Dank, der Himmel lässt die Pforten zu, kein Regen. Hier zur Übergabe unseres Bauplatz im Karl-Eitz-Weg an unserem Spielplatz. Wir sehen es im Hintergrund schon. Es hat sich einiges getan, vielleicht ganz kurz noch zur Historie. Wir haben ja eine Kooperation mit der Landesvereinigung für Gesundheit, neben mir steht Frau Weber. Und wir haben ja schon viele Projekte auch gemeinsam umgesetzt. Ich erinnere da an die Übergabe des Spielplatzes im Hainbuchenweg im Juli diesen Jahres. Und jetzt kam die Idee, hier an diesem Spielplatz auch einen Bowlplatz einzurichten. Oder manche kennen es auch unter Petanque oder Boccia, verschiedenste Varianten, je nachdem aus welchem Land die Spielweise kommt. Die Wurzeln, habe ich mich aber gestern Abend noch mal belesen, liegen eher in Frankreich. Und uns war es einfach wichtig, hier die Bewegung, die Leute auch noch mal zu animieren, hier auch eine Sportart auszuführen, die in Deutschland, ja, man muss sagen, leider eine Randsportart ist, momentan wahrscheinlich noch auch auf dem Weg mal war, olympisch zu werden. Leider hat es 24 nicht geschafft, habe ich mich gestern auch noch mal belesen. Andere Sportarten wurden bevorzugt. Aber es ist eine Sportart, ich habe es vorhin schon auch mit dem Pflegeheim besprochen, die man spielen kann, wenn man nicht ganz so mobil ist. Das ist ganz wichtig. Man muss keine körperliche besondere Fitness vorweisen. Ja, also die Kugeln, die 8 sind zwar relativ schwer, die einzelne ist aber nicht so schwer. Und von daher ist das auch für jedermann gedacht. Wir haben uns einfach hier auch den Standort so ausgedacht. Hier ist die Schule in der Nähe, hier ist das Pflegeheim. Deswegen begrüße ich auch ganz herzlich das AWO-Pflegeheim hier, die unserer Einladung gefolgt sind, die das Ganze auch hier natürlich nutzen sollen, nutzen möchten. Wir haben hier Kitas in unmittelbarer Nähe, aber natürlich auch für Jugendliche, für Kinder, die sich hier im Wettkampf Mann gegen Mann, Frau gegen Frau oder halt auch in Teams gegeneinander duellieren sollen. Wir haben gemeinsam mit dem Bauamt, Fachbereich 3, Kommunalentwicklung Bau, Herr Kassig, unser Fachbereichsleiter, ist hier und der Vertreter vom Sachgebiet Tiefbau, der Thilo Muth, der das federführend hier mit begleitet hat und die Tiefbaumaßnahmen hergerichtet hat. Das muss ja dann doch eine ebene Fläche sein, dass wir hier auch keine Verschiebung kriegen. Es geht ja darum, wer sozusagen dem Holzball am nächsten kommt oder der Holzkugel, ich weiß gar nicht, ob es Ball oder Kugel ist, das wird uns sicherlich nachher noch näher gebracht. Und es hat, wie gesagt, einen sportlichen Charakter, aber natürlich auch einen kleinen Wettkampfcharakter. Ich freue mich und würde mir wünschen, dass es natürlich lange, lange so aussieht, wie es jetzt aussieht. Es ist natürlich Möglichkeiten, hier Vandalismus vorzufinden, relativ begrenzt, weil wir nichts auf, keine Aufbauten haben. Aber ich hoffe insbesondere, dass die Hundebesitzer das nicht als Spielwiese sehen, zumindest wenn die Hunde mal was hinmachen, das auch wegmachen. Wir haben hier einen Mülleimer stehen, wir haben hier oben auch durch den Betriebshof regelmäßig befüllt unsere Hundekotbeutel, dass das sozusagen auch lange so bleibt, wie es ist und man wirklich hier nur die Kugeln und die Holzball vorfindet und nichts anderes. Andreas Kostner, Trainer aus Halle, erklärte vor Ort das Bullspiel und die Regeln. Ist ja schon viel erzählt worden über dieses Kugelspiel und ich will mal versuchen, so ein bisschen das zu strukturieren, was man so als Wissen vielleicht schon hat aus dem Urlaub, aus dem Cluburlaub hat man es vielleicht schon mal gespielt oder irgendwo in Frankreich gesehen und sich gefragt, so ungefähr erschlossen, was machen die da. Aber ich denke, es ist vielleicht mal ganz gut, so ein bisschen systematisch was zu hören, weil ich glaube, am Ende, wenn es darum geht,
Petanque richtig zu spielen, ist das ganz hilfreich, so ein bisschen Background zu haben. Also, es gibt, ähnlich wie Kartenspiele, eine ganze Bandbreite von Kugelspielen. Und die lassen sich unter dem Sammelbegriff Boule zusammenfassen. Da haben sie das Bowls aus England, was so Indoor gespielt wird. Boccia kennt man aus Italien. Man kennt sozusagen aus Frankreich Jeu Provencial und Boule Lyonnais. Und dann eben das, was ich Ihnen heute vorstellen will, das Petanque. Alle diese Spiele unterscheiden sich, wie die Kartenspiele sozusagen, darin, dass eben alles mit Kugeln gespielt wird, aber die Größe der Kugeln, die Technik, mit der man wirft, die Distanz, das Gewicht, das unterscheidet sich bei diesen Spielen. Und schließlich wurde das erste Spiel im Park ausgetragen. So, okay. Eins, zwei, drei. Herzlich willkommen.